Hi, willkommen. Mein Name ist Andy P. Und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Ultimate. Lass mal die Karte hier ansehen. Wir haben schon so die Hälfte. Man sieht sogar, wo Kämpfer sind, glaube ich. Cool. Apropos Kämpfer. Wen nehmen wir denn mal wieder? Dr. Mario. Weil haben wir im letzten Part gespielt, ne? Warum nicht? So, man, Abwechslung. Haben wir ja noch gar nicht gespielt, glaube ich, ne? So, irgendwas ist hier. Ah, Dodo, Leichtgewicht. Ja, ich bin schon ein paar Stunden hier am Aufnehmen, also. Deswegen. Und dann sich vielleicht einige, wenn ich das erst in ein paar Parts oder so irgendwie begonnen hat. Dann schon wieder hier bin. Okay, hier haben wir zum Beispiel einen doppelten. Den könnte ich dann ja dann für Chips oder so eintauschen, ne? Nehme ich an. Komm bald wieder. Meine Frage ist jetzt, können die verschiedene Dinge haben, ja? Boden, Leichtgewicht. Aber der Zug wird nicht durch den Ziel irgendwie ersetzt, ne? Ah, der hat jetzt okay, warte. Warte. Muss man mal ausprobieren hier, hallo. Angriff Boden, Lauftempo. Luft Sprungkraft. Alles klärchen. So, ich sehe jetzt aber nicht, ob der jetzt schon gelernt hat oder nicht, oder? Schaden hier. Ist hier übrigens jetzt irgendwie nicht so, finde ich. Weil die Effekte bisher nicht so berauschend sind, aber vielleicht gibt es ja irgendwann eine richtig gute. Warte mal hier. Tingle. Dieses Bild. Ne, ich glaube, das ist schon wieder extrem schwierig. Da war unser letzter Charakter, den wir freigespielt haben. Springman. Irgendwo. Ah, hier kommen wir also da unten hin. Riesen V-Fit Trainer. Erhöhte Schwerkraft für alle. Komm, schaffen wir. Riesengegner sind meistens nicht so schwer. Die kann man nämlich gut treffen. Oh, KP-Kampf auch noch. Er macht überhaupt nichts. Wahrscheinlich kriege ich auch noch. Dann habe ich mir ihn geschnappt. Rückblickend ist es, glaube ich, besser, wenn wir erst die kleinen Gegner hier erledigen, ne? Und dann die großen Boss hier losgehen, weil halt wir kriegen ja Lernpunkte, die wir auf der Dingen hier verteilen können. Dann werden wir immer stärker, ne? Also ja. Nach und nach werden wir ein bisschen stärker, so ein ganz kleines bisschen, aber wir werden stärker. Und ja, da müssen wir halt uns vorbereiten. Wo bin ich? Da. Kannst du es wagen, auf mich loszugehen, mein Bruder? Wie Luigi schon weg. Lass mich auf die andere Seite. Boah, hört auf mit dem Angriff. Wie willst du einen Baum pflanzen auf mich? Oh, hi.
Interessante Level. Nein. Ja. Mann, das ist doch voll kacke. Ja, besser. Das ist noch nicht mal schwer eigentlich. Ich habe immer noch Pech, auf der linken Seite gerade zu sein, während die auf der rechten Seite sind, mich mit Wirbelwind eher wegblasen. Was? Nein, ich bin schon wieder links. Nein, Mann. Oh. Mann, ey, das ist ja voll unfair. Was hat denn? Oh mein Gott. Ich muss dadurch, da ist ein Kämpfer da unten, den muss ich haben. Oder die, keine Ahnung. Ist doch egal, Mann. Jetzt kommt sie nicht auf mich zugerannt. So, ihr Pisser, ihr geht mir voll auf die Nüsse gerade. Ja, ich bin jetzt auf der rechten Seite. Was machst du jetzt? Wo ist das? Die überhaupt davon an, sind die überhaupt dadurch anfällig, die Dinger? Wenn nicht, ist das ein bisschen unfair, ne? Nein, ich bin schon wieder auf der rechten Seite. Ja, super. Warte mal, kann ich halt nicht eigentlich. Boom. Boah. Ja, das macht ja viel einfacher. Tschüss. Diese blöden Dinge einfach auf die zurückwerfen, ey. Boah. Sagt mir da doch einer. Au. Tschüss. Boah, ich habe es mir viel schwieriger gemacht, als er eigentlich ist schon wieder. Die Aura von Lucario. Okay, cool. Gibt's so richtig charakterspezifische Geister, mein Gott. Boom. Na, da komme ich wieder nicht durch. Meister Detective Pikachu. Zeit, sie gehen innerhalb des Zeitlimits. Bedeutet normalerweise, die Gegner sind nicht so stark. Ja, warum haben sie davon kein Kostüm gemacht? Aber welcher ist denn jetzt der Gegner richtige? Ich muss doch nur den einen erledigen, ne? Okay, gut. Was? Weil er setzt den Angriff ein bisschen anders ein. Zieht einen Teppich irgendwie. Oder was? War sehr gut. Perfekter Konter oder was weiß ich. Ah, ich habe noch 40 Sekunden, werde ich auch schaffen. Komm. Boah. Schaff ich vielleicht nicht. Boah. Mein Gott, ey. So, nur du und ich. Nur noch ich. Das war, glaube ich, der letzte, ne? Der letzte war der richtige, ne? So läuft es doch hier. Ja. Blip. Schatzruhe, Lernjuwel, komm. Mute, Luigi, bitte. Kyle Hyde, keine Ahnung. Metal Gear Solid, nehme ich mal an. Schwerte Sicht, kein Problem.
bin Doktor, ich kann nicht, ob Röntgenaugen. Doktor Namen Röntgenaugen. Was hat er da nicht? Oh, was hat denn für ein Level? Warum ist ja so eine chillige Musik? Wo kannst du mal einen anderen Angriff einsetzen? Sehr gut. Mit ganzer Pillen auf den. Tschüss. Sag ich doch, ist kein Problem. Gut. Neuer Charakter. Komm. Jemand sehr Gutes. Captain Falcon. Inkling, habe ich schon. Verdammt, aber dann können wir mal hier spielen. Auch gut. Kann ich die ein bisschen lernen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass man jeden einzelnen Charakter im Abenteuer muss freischalten. Ich meine, die Karte ist ja riesig, aber ich glaube nicht, dass 70 Charaktere jetzt zu finden sind. Aber wenn doch, gut. Tschüss. Komm her. Boah, ausgerechnet jetzt wieder, wenn ich mal nicht. Woher wissen die Gegner immer? Ich drück da unten, verdammt. Auf Pfannkuchen. Was ist das? Boah, warum ist denn die so schwer zu erledigen? Danke. Mein Gott. Der Inkling kämpft nur mit. Schon wieder. Und viele Lernjuwelen. Oh. Brauchen wir mehr Geld, ey. Ich krieg hier nicht so viel Geld, wie ich eigentlich brauche. Meine Ausgaben sind zu hoch in diesem Spiel. Oh, da ist eine Truhe. Da ist kein Kämpfer, da ist ein Kämpfer, aber da ist ein roter Knopf. Den könnte ich erreichen. Es scheinen nur bestimmte Pokémon aus Pokébällen. Der Gegner hält im Kampf Verstärkung. Okay, versuchen wir mit Mario noch. 15 Minuten Mario, 15 Minuten Inkling, so habe ich das mir vorgestellt. Oh Gott. Ist das überhaupt nicht nervig. Hier, ich schleudere eure Sachen weg. Hey! Danke. Was macht ihr da mit mir? Boah, ist jetzt schon wieder passiert, ey. Ah. And Blade of Light. Einer muss da reinlaufen, ey. Danke. Oder reinfliegen, das geht auch. Boah. Wer war noch mal der Haupt, der mit der Krone, ne? Ja. Du verpiss dich. Nein.
Boah. Boah, das gibt's doch jetzt einfach nicht. Was ist das? In your face. Natürlich tut der Haupttyp natürlich noch überleben, ey. Nein. 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 Oh, das gibt's doch jetzt wieder nicht, ey. Boah, ich habe noch keinen Treffer bei denen. Ja, wird nix. Boah, ich muss ja aber durch, um den roten Schalter zu aktivieren, ey. Alter. Du kannst ja nicht durch diese verdammte Dingens hier verrecken. Durch meine Ultra Smash, ey. Muss es ja ausgerechnet überleben. Ich den damit erledigt, dann wäre schon vorbei. Einer von denen hat Schwert. Oh, ey. Nein. Nein, ich war kurz davor, meine meine Ultra Smash hier war fast voll. Oh, musste der jetzt ausgerechnet treffen? Schon sagen, wenn einer jetzt direkt rausfliegt, ne? Oh nein. Was ist das? Boah, das hätte nicht mal jemand abgezogen. Oh. Warum ist das so schwer, ey? Oh, ich bin wieder kurz vor meiner Ultimate, aber der haut mich hier noch raus. Pass auf. Oh, gewonnen, gut. Oh. Spiel ist schwer auf schwer. Wer hätte das gedacht? So. Wissensbaum, gib mir Wissen. Transformation. Was wollte ich jetzt noch mal holen? Hier irgendwo was, ne? Verwundbarkeit beim Ausweichen, ja. Das Befreien aus starren Griffen. Starren und Griffen. Deine Standardangriffe, das wäre doch nicht schlecht. So, irgendwas kann ich ja machen. So, ihr habt genug Erkundschaft. Bin ich 6 Stunden am Aufnehmen? Ne, 6 Stunden bin ich nicht am Aufnehmen. Dauert halt nicht so lange. Ich brauche 2 Lernjuwelen, komm. Das ist alles. Ja, du hast einen Pfeil über dir. Das ist doch gut, ne? Du auch.
Auch. Warte mal, du kannst dich hochleveln. Los geht's. So. Lohnt sich das jetzt eigentlich noch, den Charakter zu wechseln? Als soll's. Warum nicht? Noch zwei Lernjuwelen, ne? Dann kann ich wieder ein bisschen hochleveln, ja. So, boom. Noch so ein Tor kaputt gemacht? Ne, ich habe das geöffnet. Da bringt mir jetzt eigentlich nichts mehr. Das bringt mir was. Mal sehen, was da ist. Oder da, okay, alles wird geöffnet. Gut. Da ist ein Kämpfer. Verdammt. Da. Vielleicht kriege ich den noch in diesem Part. Komm. Nö. Ich irgendwas machen? Ja, da ist auch noch ein Kämpfer. Okay, gelber Orca-Lock. Spezial oben. Das, was ist das nochmal? Da ist dieser, ach so, das sehen. Das könnte einfach werden eigentlich. Eigentlich nur warten, bis du landest. Ja, zu nah. Wo ist das? Lass mich mal kurz hier füllen, danke. Schwert, das könnte nützlich werden. Jetzt habe ich die Reichweite. Oha. So. Man muss ja jetzt ausgerechnet da auftauchen. Was ist das? Ah, sehr gut. Na gut, warte. Ah. Boom. Sehr gut. Mach hier schon, wenn ich gegen Stürme hätte ich gerade brauchen können. So, zwei Lernjuwelen, genau das wollte ich. Jetzt befreien aus Starren und Griffen und dann bräuchte ich das hier 70. Dann haben wir hier noch nee. So Kit, einfach nur Kit Sturmwarnung, dass ich nicht vorbringen. Boah, hier so ein Dreck. Ah, komm schon, ja, dieses Scrollende Level Mario. Nö, schade. Ja, jetzt natürlich in die Richtung, wo ich durch hingegangen bin. Oh, lass mich. Das geht jetzt in verschiedene Richtungen, das ist klar. Das ist schon wieder für ein nerviger Kampf, ey. Boah, diese Kämpfe, wenn irgendwie mehrere Leute auf einen sind, ne? Irgendwie alle nervig sind. Ich sorge für. Ja, okay, hört das mal wieder auf. Boah, das ist ja richtig. Das hört gar nicht mehr auf, hallo? Muss mal stehen bleiben, damit ich mein Dings hier einsetzen kann, oder?
Hey, was? Boah, hat der ein Baseball auf mich geworfen? Hey. Ist wieder ja, alles gegen mich. Ey. Muss ich hier extra mein Dings hier umändern, mein. Mal geh weg mit Wasser, ey. Ich hasse Wasser, ich bin ein Inkling. Ich sterbe, wenn ich nass werde. Warum eigentlich? Boah, das ist so eine beschissene Level schon wieder. Oh. Und jetzt extra hier wegen diesem Kampf hier blöde Dingens ändern, ey. Oh, muss ich wieder suchen. Ja, genau so was will ich eigentlich nicht machen. Für jeden Kampf extra was ausrüsten, ey. Wisst euch. So, perfekt. Okay, keine Ahnung. Boah. Ist das? Was? Warum fliegt denn der weg? Ich habe den gar nicht. Ich habe den nur getroffen, aber da ist nichts passiert. Ist das? Was ist das? Der prallt erst ab und dann fliegt er noch mal auf die. Jetzt hört er gar nicht mehr auf, ne? Boah. Die eigene Ausdauer. Muss ich mir irgendwie extra so ein Set hier für jede Bedingung irgendwie machen, habe ich so ein Gefühl. Na, Pummellauf. Das ist jetzt nicht wirklich ein Kampf, den ich haben will. Ein Kämpfer, meine ich. Aber okay, warum nicht? Mein neuer Charakter ist ein neuer Charakter, ist ein neuer Charakter, ist ein neuer Charakter. Boah, ehrlich? Ja, genau. So, den kriegst du nicht. Ich sag sicher. Du willst Walzer spielen, okay. Ist Farbe brennbar? Mitten in die Fresse. Gut, neuer Charakter. Mehr Lernjuwelen, gut. Dann gehen wir mal wieder ins Hauptmenü und sehen, was für einen Kämpfer wir freigeschaltet haben, ne? Das passiert normalerweise immer. Ich meine hier schon wieder. Will ich jetzt nicht extra abholen, die zwei. So. Neuer Gegner. Hallöchen, Captain Falcon. Endlich. Lange habe ich auf dich gewartet. Tupf.
Alter, dann mach mich fertig. Sagt Captain Falcon, ne? Boom. 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 Ach, pass auf. Nein, das ist jetzt nicht wahr. Boah. Habe ich gegen den auch noch verloren und den nicht freigeschaltet, ey. Na, weil du gegen Herausforderung unterlegst, die erscheinen nach einer gewissen Zeit wieder. Schau auf das mal vorbei. Ey. Dafür ausgerechnet bei ihm verliere ich natürlich. Ist ja sowas von klar. Kann ich den Kampf direkt? Nein. Dreck. Gut, dann würde ich sagen, ich beende den Part hier. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dankeschön fürs Zuschauen und ciao.